Von zu Hause in die Welt zog ein Mann mit Vaters Geld, warf das Geld hinaus für Spiel und Wein. Doch das Geld war schließlich fort, ganz allein an fernem Ort sah er seinen Fehler schließlich ein. Traurig ging nach Hause er, als Diener kam er nicht als Herr, doch sein Vater liebte ihn, verzieh ihm gern. Jesus will alle lehren, wie man recht handeln kann. Er sagt es uns in Bildern, das versteht auch jeder Mann. Einer hält sich für gerecht, denkt vom anderen nur schlecht, glaubt, dass Gott ihn lieber hat dafür. Aber Gott weiß, jeder Mann hat was Falsches schon getan. Jeder tritt mit Schuld vor Gottes Tür. Wer sich für was Besseres hält, hat den falschen Weg gewählt. Gott liebt den, der seine Schuld vor ihm erkennt. Jesus will alle lehren, wie man recht handeln kann. Er sagt es uns in Bildern, das versteht auch jeder Mann. Überfallen und beraubt lag ein Mann im Straßenstaub, aber alle schauten einfach weg. Nur ein Samariter sah, dass der Mann am Boden war. Er alleine half ihm aus dem Dreck. Er, der aus der Fremde kam, war barmherzig, half der Mann. Es ist das, was Gott gern von uns allen hält. Jesus will alle lehren, wie man recht handeln kann. Er sagt es uns in Bildern, das versteht auch jeder Mann. Einer kocht gut, einer singt, einer dem ein Tor gelingt. Jeder Mensch kann irgendetwas gut. Mancher nutzt das konsequent, macht noch mehr aus dem Talent, anderen aber fehlt dazu der Mut. Doch weil keiner alles kann, braucht es letztlich jedermann. Jeder soll mit seinem Können hilfreich sein. Jesus will alle lehren, wie man recht handeln kann. Er sagt es uns in Bildern, das versteht auch jeder Mann. Jesus will alle lehren, wie man recht handeln kann. Er sagt es uns in Bildern, das versteht auch jeder Mann.